So, es ist endlich Nacht geworden. Wunderschön. Hat ja auch nur gerade irgendwie offscreen 7 Minuten oder so gedauert. Warum ist ein Tag immer so lang und eine Nacht so kurz? Ich verstehe es nicht. Aber gut, holen wir uns jetzt endlich die Dings zurück. Ah, und da sind sie auch schon. Okay, Mann. Alter, sind das viele. Bam! 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 Ein Fünfer. Hier liegen so viele Fünfer rum. Ich habe keinen gekriegt vorher. War das alle? Ich habe meine Rubine voll, fällt mir gerade so auf. Das heißt, das hätte ich eigentlich nochmal machen können vorher in Kakariko, war? Spenden gehen können. Aber naja, können wir gleich nochmal. Zack. So, was ist das jetzt endlich? Ja. Voll scheiße, fällt einfach aus der Luft. Du hättest schon zwei wieder. Eine seltsame Statue, die ursprünglich Ilya gehörte. Anschlüsse zu Ilyas Erinnerung. Oh yeah. Okay, 10er mitnehmen. Wir müssen jetzt eh wieder zurück nach Kakariko, wa? Ja, der Typ hier, die Quest müssen wir auch noch machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Darauf habe ich gar keine Lust. Aber gut, ja komm. Natürlich, ne? In Hyrule beschwert sie sich, aber da ist ein Grone und das ist hier scheißegal. Oh, ich will wappen. So. Wäre auch sehr interessant, dass da oben nicht warpen steht. So zack, 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 zack. Das ist einfach nur eine Karte. Und so. Das Geräusch hört sich sehr interessant an. Hm, egal. Auf nach Kakariko. Scheiße Rico, wie ich es auch gerne nenne. So. Ilya, erklär mir mal, warum du deine Erinnerungen verloren hast. Ob es jetzt überhaupt funktioniert? Nö, ist auch nochmal eine Frage. Ich kenne das Spiel natürlich und kann euch sagen, es wird funktionieren. Aber gut, tun wir so, als hättet ihr das gerade nicht gehört. Mega lag, meinetwegen. Hm. So, Ilya. Ihr Koffer runter, irgend so. Voll Depri. Oh gut. Hier ist die Schnitzerei. Ja, sehr schön. Wie er plötzlich anvisiert hat. So. Oh. Was ist das? Ich war irgendwo eingesperrt. Und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als sie befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber diese Version ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nur nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Hyrule gedient hat. Sie dienten dem König in Verborgenen. Deshalb lebten sie auch zurückgezogen an einem geheimen Ort. Aber das Volk wurde vernichtet. Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Aelin. Genau! An dem Weg, der nach Anel führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg. Man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Mach dir trotzdem keine Sorgen. Gerade in Zeiten wie diesen sind wir Gron immer bereit zu helfen. Ja! Unser Oberhaupt Gogor ist schon vorausgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf der Karte nach. Gehen wir also zu dem Weg hinter der Brücke von Aelin, der nach Anel führt. Mann, meine Erkältung macht mich echt fertig. Ich kann nicht gut kommentieren. Ist das alles traurig, aber gut. Noch irgendwas zu tun? Nö. Dann können wir jetzt in das geheime Dorf. Oh, das ist so geil. Das ist so geil da in dem Dorf. Ich freue mich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal unverzüglich hin, wa? Aber jetzt ist es eh scheißegal, ich warte mich jetzt einfach. Wo waren das jetzt? Also hier nicht. Wo waren das Dorf? Da ist das Dorf, ne? Das ist das Dorf da, glaube ich. Wie komme ich denn da am besten hin? Ja, von hier würde ich sagen, wa? Oder? Oder? Ja, doch, da sieht man auf der Karte den roten Punkt. Okay. Das Dorf ist cool gemacht.
ja. Schaffen wir es in dem Part? Ich glaube eher nicht. Ich schätze, wir brauchen auch noch die nächsten Part dafür, aber macht ja nichts. Aber ganz ehrlich, Freunde, das Projekt wird so lang gehen. Ich schätze mal, so um die 120 Parts werden wir bestimmt voll kriegen. Vor allen Dingen, da wir noch die Drillhöhle machen müssen. Darauf habe ich erstmal keine Lust. Ich bin auch ein Affe. Als Wolf bin ich schneller. Noch schneller wäre ich auf dem Pferd. Wow. Aber hier gibt es wohl scheinbar kein Pferd. Oder kann ich hier irgendwo ein bisschen Gras pfeifen? Hm, wohl nicht. Doch, nein. Ich dachte, das wäre Gras, aber es war nur Stein. Aber als Wolf sind wir auch relativ schnell. Sollte sich also niemand beschweren. Also noch die Scheiße. Autsch. Wolfleins. So, mein Lieber. Boah, wäre fast runtergefallen. Warte. Nein, ich schaff das nicht, warte. Ach, egal. Fast. Fast. So, zwei Herzen fehlen mir, das ist schön. So, und da müssen wir rein. Warum sind wir da nicht vorher mal reingegangen? Haben wir es noch nie gesehen? Hm. Aber erstmal, finde ich auch witzig interessant, wir haben noch zwei Items ausgerüstet gerade. Hm, nämlich den hier. Greifhaken vielleicht noch. Jetzt soll ich da mal eine Suppe hin tun. Also ich mache die mal dahin. Genau. So. Und, oh, jetzt wollte ich damit zurückgehen. Och, leck mich doch. Mann. So, bringt das hier irgendwas? Ist hier eine Höhle oder so? Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich noch an diesen Fleck, an das Fleckchen hier. Aber ich weiß nicht mehr, ob das was gebracht hat. Bestimmt irgendwo eine Höhle, wa? Jo. War hier noch ein Herzteil? Oh, wetten, hier sind 100 Rubine, die ich... Wow! Ihr Viecher schon wieder. Oh, ich mache jetzt Menschenpleiter, das ist viel lustiger. Bah! Stimmt, ich brauche ja Bomben, ne? Mann, ihr scheiß Viecher. Bah! So. Truhe. Also sind bestimmt jetzt Rubine drin, die ich nicht aufnehmen kann, wetten. Mann, das ist doch asozial. Naja. Muss so sein. Wohl. Oh, doch ein Herzteil. Nice. Wusste ich gar nicht mehr. Ich kann mich noch an diesen Flecken hier erinnern. Ich dachte, ich hatte in Erinnerung, der war total unwichtig. Gut, haben wir ein Herzteil. Im Dorf selber finden wir auch noch ein Herzteil. Oder waren das sogar zwei? Ne, ich glaube nur eins. Aber es ist gerade gut, es ist nämlich gerade Nacht, oder? Weil dann, da ist nämlich auch noch ein Geisterseele. Eine Geisterseele. Ich dachte, ich hätte noch den Gleiter ausgerüstet. Oh, wie scheiße. Voll komisch gespawnt, voll von oben. Gut. Gleiter. Please come in my inventory. Und irgendwie... Passt mich die Steuerung mal wieder. Ach ja. Hier schon wieder. Mach ich euch eben nochmal platt. Bah. So, jetzt aber wirklich mal da rein. Wir wollen in diesem Part wenigstens noch das Dorf sehen. So, jetzt müssen wir eigentlich den Dicken hier sehen, also den großen Boss, genau, der es hier schon kaputt macht. Bam! Buh! Buff! Buh. Ich hätte auch meine Bomben benutzen können. Das Dorf, was du suchst, ist direkt vor dir! Die Ältesten nennen es auch das vergessene Dorf! Aber pass besser auf! Irgendwie riecht es nach Ungeheuern! 20. Ich, okay. Oh. Wie viel laberst du denn?
Problem ist, ich bin ein bisschen, wie gesagt, erkältet und es fällt mir gerade schwer, so laut zu sprechen, wenn ich ehrlich bin. So. Deswegen habe ich ihn erstmal nicht gesprochen. Ah, und jetzt ist es vergessen, dort ist so geil, vor allem mit der Musik. Dann. Autsch, voll im Rückwärtsseite gestorben. Okay. Oh Mann, hör auf den anzuvisieren, Mann. Mein Fuß brennt. Ich würde ganz gerne gleich mal. So, voll den Kopf gerammt. Mann, jetzt, wir sehen ihn doch an. Wollt ihr mich verarschen? Immer wenn ich, lol, immer wenn ich schießen will, hat er auf anzuvisieren. Schon wieder. Lol. Ja, immer wenn ich anvisieren will, hört er auf. Auch nicht schlecht, ich kann nicht sehen, wo er ist. Ist da einer? Oh. Boah. Voll so ein DND was getroffen. So. So, mein Gott. Ich glaube, die Typen haben mich einfach die ganze Zeit abgeschossen, deswegen hat er aufgehört, um mich zu visieren. So. Hier auch noch welche. Wow. Scheiße. Buff. Mann, das ist wieder die Kack. Nicht die Kack-Wii-Steuerung, aber der Kack-Grabber auf Zeitverzögerung, dass ich wieder zu unfähig bin zum Spielen. Kann ich das doch kaputt machen? Tatsächlich. So, irgendwie war eine Geisterseele. Ich muss mir echt überlegen, wo. Da hinten ist noch einer. Zack! Jetzt nur noch 12. Oh, dann ist da noch einer. Piss dich doch nicht! Bam! Oh! Autsch! Eigentlich muss ich. Wow! Danke, Mann! Hat seinen eigenen Kumpels quasi abgeschossen. Auch nicht schlecht. Mann, ich hab 15 Herzen, kann es erlauben. Zack. Aber kann ich den Turm zum Anschluss bringen? Oh, Entschuldigung. Wow. Hört auf mich abzuballern, Mann. Oh, schade. Mann, wie kriegen die da oben? Die so wegrennen und oh, meine Augen tränen gerade schon, ich sterbe, glaube ich. Er checkt mich gar nicht. Falsches Item. Mann, zack. Och Mann, ey, Mann, diese Kack. Mann! Mann, diese scheiß Zeitverzögerung, da komme ich echt manchmal mitunter echt nicht klar. Weiß ich echt nicht, wie man spielen soll manchmal. Hallo. Ey, wie sieh jetzt an? Ich bin bald tot, ne? Nur dass ihr es wisst. Hallo! Oh Mann, das macht mich aggressiv, wenn dieses Kack. Wie siehst du denn da an? Oh, Mann, diese dumme Steuerung, ey. Also nicht Steuerung, aber Mann, diese scheiß Zeitverzögerung. Damit komme ich echt mit unter. Ist es jetzt. Das Ding ist ja ein bisschen nach Ausrede. Aber glaub mir, es ist mitunter wirklich einfach, dass ich deswegen nicht richtig spielen kann. Weil die mich verwirrt. Wenn jetzt einfach so muss man halt passieren Dinge erst später, als wenn man sie wirklich macht. Versteht ihr? Ist echt ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Was heißt blöd gemacht ist ja. Leute. Bam. Da oben zählt auch noch einer rum. Treff den nicht, warte mal.
So. Nein. So, ach du Scheiße, komm ich überhaupt nicht klar. What the fuck, was ist los? So. Und wieder ganz schnell ausmachen. Weil diese Steuerung, das ist recht lustig, weil selbst wenn man nicht per Grabber wie ich mit übelster Zeitverzögerung spielt. oh nein. Selbst dann hat er eine Zeitverzögerung. Das ist voll dumm. Weil irgendwie, ja, eines der ersten Wii-Spiele und mein Kommentar steht gerade richtig im Arsch, weil, oh, mir geht's nicht gut. Egal. Freunde, ich würde sagen, die Folge ist auch schon wieder vorbei. So, und du, Affe da. Mann, jetzt verpiss dich da mal. Warum? Der hört immer dann auf anzuvisieren. Das ist echt nicht wahr. Jetzt visier den an. Hallo. Ja, genau. Schieß die Scheibe ruhig. Aber nicht den Typen. Ich bin bald tot. Das ist schön. Oh, Mann. Da oben ist übrigens eine Geisterseele, glaube ich. Ist sie da oben? Nö. Hä? War aber meine. Egal, Freunde, die Folge ist vorbei, würde ich mal sagen. Im nächsten Part machen wir weiter. Tschüss.